Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind hier heute auf der IWA 2023 und ich bin hier beim Stand von Steambo und neben mir steht Gerald Riesbach, der CEO von Steambo. Hallo Malte. Hallo sehr. Ja, freut mich auch riesig. Vielen Dank, dass du dich für das Interview bereit erklärt hast. Ich habe einige Fragen von meinen Zuschauern mitgebracht und ich hoffe, die konntest du uns beantworten. Ja, ich werde mich bemühen. Ich nehme mal an, es geht in erster Linie darum, was wir Neues haben, nämlich, schätze ich. Es geht um die IWA, natürlich geht es auch um die Neuerscheinung, genau. Eine der meistgestelltesten Fragen war tatsächlich, warum ist der Klappschaftadapter nicht mehr da? Und kommt der nochmal neu oder wird es was Neues geben? Ja, also wir sind mit dem Klappschaftadapter, den wir hatten, nicht sehr glücklich gewesen. Das ist auch ein sehr weit verbreitetes Teil, es gibt es überall zu kaufen. Wir haben ihn leicht überarbeitet, damit er einfach besser passt, aber am Ende des Tages war es einfach eine schlechte Konstruktion. Wir haben nicht vor, den jemals wieder rauszubringen, aber wir haben uns jetzt einen eigenen Klappschaftadapter entwickelt. Sieht so aus. Ist von der Form so gemacht, dass man, wenn man spannt, dass es hier keine harten Ecken gibt, wo man sich verletzt oder wo man einfach über die Zeit sich die Hand aufreibt. Auch war uns sehr wichtig, dass es sich super leicht bedienen lässt und auch schön hält. Und ich denke, da ist uns was gelungen. Auf jeden Fall. Also ich finde den richtig, richtig gut. Ich musste bis jetzt den Mund halten, aber ich finde den richtig toll. Also der hat gar kein Spiel mehr. Und außerdem ist er halt auch wieder kürzer, ne? Also nicht mehr so lang wie mit dem Adapter. Genau, der alte Klappschaftadapter hat fast 60 mm quasi längere Schulterstütze erzeugt. Das war für viele, insbesondere sag ich mal, Leute mit meiner Statur, eher ein Thema, weil dann die Schulterstütze einfach zu lang wird. Ja. Für große Riesen war es wirklich nie ein Problem. Dieser Klappschaftadapter gibt keine extra Länge dazu. Das heißt, ich bin dann in etwa bei der gleichen Länge wie vorher. Mhm. Und du hattest ihn ja schon im Test, also du weißt doch, dass es stabil ist. Also auf jeden Fall. Wir sind sehr stolz darauf. Es ist ja eins mit den Spannstangen und es ist ja was ganz eigen kreiertes. Also ist jetzt hier damit eigentlich zu rechnen, dass das Ding auch teurer wird als der alte? Nein, ganz im Gegenteil. Beim alten hatten wir das Problem, dass wir hier sehr schlechte Teile bekommen haben, die wir alle händisch und einzeln überarbeiten mussten. Mhm. Hier sind wir jetzt auf glasfaserverstärkten Kunststoff im Spritzgussverfahren. Mhm. Und der finale Preis steht noch nicht fest, wird auf jeden Fall deutlich günstiger als der alte Klappschaftadapter. Das ist eine sehr gute Neuigkeit. Mir gefällt dieses Ding wirklich super. Und wann kann man mit der Veröffentlichung rechnen im Shop? Also ich denke, in den nächsten Wochen wird es soweit sein. Mhm. Wir haben noch ein paar Kleinigkeiten da auszumerzen, aber spätestens so Anfang Mai, Juni sollte er dauern. Ja, super. Da freue ich mich sehr drauf. Die Schraube. Ist die Schraube eigentlich neu oder ist das genau die ihr im Shop habt? Das ist die Schraube, die wir im Shop haben, mit unserem kleinen Scorpion drauf. Wir hatten ursprünglich Stahlrändelschrauben, aber hier mit diesem Teil, das ist optimiert für die Stinger. Mhm. Unser eigenes Design, schöne Kombination aus Kunststoff und Stahl, absolut ausreichend stabil und das können wir entsprechend auch günstig produzieren und anbieten. Ah ja. Also die passt dann jetzt auch wirklich anders als die ich bei meinen ganzen Modellen habe, ohne dass es hier anstößt. Und es ist ein Stinger-Skorpion drauf. Ist die schon im Shop oder kommt die noch? Die müsste schon im Shop sein. Achso. Ja, cool. Nee, das war mir gar nicht bewusst. Du hattest gerade eben gesagt, die ist aus glasfaserverstärktem Polymer, also aus dem ganz normalen Stinger-Material. Es ist vielen unserer Kunden nicht ganz bewusst, dass unsere Stinger nicht aus Plastik ist, so wie das, sage ich mal, vielleicht andere Hersteller machen, sondern man muss sich vorstellen, dass sie fast zu 50% aus Glas besteht. Und das ist halt eine Kombination aus diesen Glasfasern und dem Nylon. Das ist wie Asphalt, eine Mischung ist aus Steinen und Teer. Und erst die Kombination aus beiden macht dann eine stabile Straße aus. Und so ist es hier auch. Die Kombination aus Glas und Nylon ergibt diese hochfeste Stärke unseres Polymers und die einfach Robustheit, die wir sehr schätzen. Mhm. Nachteil ist natürlich,
sehr hohe Kosten am Material, sehr hoher Verschleiß der Formen und dementsprechend ist es einfach teurer in der Herstellung. Aber Qualität ist uns wichtiger, als irgendein Wegwerfprodukt zu produzieren, das kurz Freude macht und dann ist es am Müll. Ja, also mir war tatsächlich nicht bewusst, dass das mit Glasfaser verstärkt ist, aber das erklärt auch, warum es halt anders wirkt als zum Beispiel ein Alligator. Ja. War mit einem sehr hohen Glasanteil. Ich glaube, das ist etwas, was uns auszeichnet und was uns abhebt von anderen Unternehmen. Betrifft der Glasanteil eigentlich auch die Kalakits? Ja. Cool. Also das ist wirklich genau das gleiche Material, nur eingefärbt. Ja. Wir haben natürlich, je nachdem wie stark Glas in der Teil ist, unterschiedliche Glasfasernlängen und so weiter im Einsatz. Also es ist nicht ganz trivial, aber es steht durchgehend aus demselben hochfesten Polymer. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das wusstet, dass da Glas mit drin ist, weil, also wie gesagt, mir persönlich war es nicht bewusst. Ja, ansonsten, was haben wir hier noch dran? Gut, das K1 mit dem Color-Kit in Orange sieht natürlich super cool aus. Das hier ist nicht meine Tactical in Orange, das ist die hier vom Steamboat-Stand. Aber ja, ich hoffe, es wäre meine, weil dieser Schaft, der ist wirklich klasse. Was hast du denn sonst noch heute mit dabei auf der IBA? Naja, was ist noch Neues? Was es noch Neues gibt, ist das Metallmagazin, das wir schon in der Special Edition verbaut haben, jetzt als Serienprodukt. Hat exakt die gleichen Features, das heißt der Deckel, der auf Knopfdruck aufspringt, das einstellbare Visier mit richtig Kimme und Korn. Ja, genau. Das Korn ist seitenverstellbar. Und du hast hier eine Ladehilfe für Speedloader, dass man nicht nur die Hand drüber geben muss und diesen Knopf drückt und anreißt. Es unterscheidet sich von der Special Edition schon in einigen Details. Vor allem die Oberflächenbeschichtung ist eine andere, nicht mehr Cerakote, sondern Eloxal. Also es nimmt keine Fingerabdrücke mehr auf Deutsch gesagt. Und es ist natürlich unser, sag ich mal, Standard-Logo drauf und jetzt nicht das Special Edition Lasergrund. Mhm. Aber ansonsten technisch absolut ident. Und darauf habe ich lange gewartet. Mit welchem Preis muss ich rechnen bei dem Ding? Naja, es ist in Österreich CNC gefräst, aus dem Vollen, in Österreich Oberflächen beschichtet. Okay. Wir haben sehr knapp kalkuliert und kommen leider trotzdem auf 250. Es ist viel Geld, aber es ist auch wirklich ein Kunstwerk, wie du siehst. Ja, auf jeden Fall. Es ist was Besonderes. Also es Made in Österreich, von vorne bis hinten quasi. Das ist uns einfach auch wichtig, dass Wertschöpfung nicht nur in China oder in Asien passiert, sondern auch hier. Und dafür kriegen wir halt manchmal auch Kritik, was ich schon verstehe, weil sich die nicht mehr jeder alle unsere Produkte leisten kann. Auch zum Beispiel bei unserem Rucksack, wo wir jetzt sehr stark kritisiert worden sind, weil er so teuer ist. Das Ding ist made in Germany, von Nähern, die in Deutschland das machen, aus Material, das in Deutschland gekauft wurde. Das ist halt also wirklich, ich sage mal, Wertarbeit, die den Wohlstand bei uns sichert. Und das ist mir halt schon wichtig, ich habe kleine Kinder und ich will einfach nicht, dass wir da alle verarmen, nur weil alles in China produziert wird. Ja. Und man kriegt dafür auch eine unglaubliche Qualität. Die Produkte von Centauron werden von der Bundeswehr sehr gerne, also vom Bundeswehrsoldaten gern gekauft. Die überleben härtesten Einsatz. Dieses Nylon ist super leicht und trotzdem wasserdicht und stabil. Die Nähte sind alle picobello gemacht. Also ja, er kostet 200 Euro, aber das ist ein Rucksack, den ich einfach für alles benutzen kann. Nicht nur für die Stinger, sondern es ist einfach ein toller, taktischer Rucksack, Outdoor-Rucksack. Und ich denke, jeder, der den kauft, wird riesen Freude damit haben, auch wenn es jetzt am Anfang eine Investition ist. Ja, auf jeden Fall. Also auch das war mir jetzt tatsächlich gar nicht so bewusst. Schreibt das bitte mal gerne in die Kommentare, ob euch das bewusst war, dass das wirklich 100% made in Germany ist. Ja. Also ich kannte ihn bis jetzt ja nur von Videos, aber ich muss sagen, ja, ich brauche ihn. das wird mal wieder ein teurer Monat, glaube ich. Aber ja, und für wen das nicht ins Budget passt. Ich meine, dieser Rucksack ist jetzt nicht so speziell, dass ich sage, man braucht den für die Stinger. Ja? Jeder andere Rucksack, der einfach ungefähr die Größe hat, ist auch ideal zum Transport. Also ich denke, da muss jetzt niemand irgendwie traurig sein oder angefressen sein. Es gibt für jedes Budget die geeignete Geräte. Man kann ihn halt nicht kaufen. Also der ist echt gut aufgeteilt, sehe ich gerade. Also da sind ja richtig viele verschiedene Fächer drin. Ja, und vielleicht eine interessante Besonderheit bei diesem Rucksack ist, es ist nicht nur ein Rucksack, sondern auch ein Slingbag. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe prinzipiell mein Gepäck und ich will das Ding zusätzlich tragen, dann kann ich das zum Slingbag machen, kann mir das über die Schultern werfen, kann es mit einem Blick abwerfen. Oder ich kann es mir umbauen zu einem Rucksack. Also es ist auch alles dabei im Lieferumfang. Das ist dann der Riemen, wenn ich es als Slingbag verwende. Und dann habe ich halt
einen Querriemen hinüber und habe halt auch schnell Abwurf, Schnallen und um das Ding sofort runterzunehmen. Ja, ich brauch's definitiv. Gibt's den nur in Oliv oder habt ihr den auch noch? Nein, in Schwarz und in Oliv. Okay. Sehr schön, wirklich sehr schön geworden. Dankeschön. Ja, das Magazin. Der Rucksack. Ich könnte wetten, das war's noch nicht. Wie geht's denn jetzt noch weiter? Ja, in Schwarz wolltest du sehen, das war dann natürlich. Ja. Schwarz aus. Und das ist jetzt dann auch mit der Ding-Montage dann? Das ist jetzt genau, da ist jetzt das Ding weg. Ich zieh den mal gerade an. Hast du noch eine Schnaufe öffnen, Klack? Hier unten. Ja. Also ich bin noch ein bisschen unentschlossen, ob es schwarz blau oder lief wird, aber ich glaube, die Entscheidung an sich ist gefallen. Gefällt mir sehr gut. Wirklich toll. Ja, dann ein Thema, was es bei uns auch Neues gibt. Wir haben es schon auf der Short Show präsentiert. Wir werden jetzt im Prinzip unser gesamtes Pfeileportfolio auf Carbon-Pfeile umstellen. Du hast sie auch schon im Test gehabt, das heißt, du weißt, welche Qualität zu erwarten ist. Eine Sache, die wir realisiert haben, ist, wir haben sehr unterschiedlich starke Wurfarme und es ist nicht mehr möglich, mit einem Pfeilgewicht einfach alles abzudecken. Daher bieten wir uns alle unsere Pfeile in leicht und in schwer an. Die leichten sind ideal für Zuggewichte so 35, 55, 75 und die schweren 90, 120, 150. Und das sind auch die 6 Wurfarme, die wir dann mittelfristig in unserem Sortiment haben. Genau, hier sieht man jetzt halt, das ist der leichte. Der hat halt nur dieses Alu-Röhrchen, sag ich mal. Und der schwere, der hat dann noch hier diese diesen Edelstahlteil mit drin. Und der wiegt 16 Gramm oder was war das? 16 Gramm. Und wo ist der leichte ungefähr? Er ist ungefähr circa 2/3 vom Gewicht des anderen. Okay, also dann so bei 11, 12 Gramm oder was? Okay, und das gibt es halt dann, ja, es gibt die Matchpfeile, es gibt die Watkins, es gibt die Jagdpfeile und die gibt es alle in leicht und in schwer. Die gibt es alle in leicht und in schwer, also 4 verschiedene Typen an Pfeilen, in jeweils 2 Gewichtsklassen. Das heißt 8 verschiedene Pfeile, aus denen unsere Kunden jetzt wählen können. Und ich denke, da ist für jeden Anwendungsfall, für jede Wurfarmstärke und auch für jeden Geschmack alles dabei. Und dass sie gut sind, ich denke, das konntest du jetzt schon mal testen. Es steckt sehr, sehr viel Entwicklungsarbeit drinnen. Uns ist wichtig, dass die Pfeile nicht nur stabil sind, sondern auch sehr, sehr gut fliegen. Daher haben wir uns bei unseren leichten Pfeilen auch für Kunststoffnocken entschieden, anders als das andere machen, weil einfach die Ballistik dann besser ist. Ja. Auch das ist unser hochfestes glasfaserverstärktes Polymer. Wir hatten noch nie einen Nockenbruch auf unseren Pfeilen. Also ich würde absolut keinen Vorteil sehen, das jetzt aus Aluminium zu machen. Einfach nur ohne Grund. Ja. Hingegen bei unseren schweren Pfeilen sind wir drauf gekommen, dass wenn das ganze Gewicht vorne ist, dass der Pfeil auch nicht sehr gut fliegt. Und daher haben wir hier eine sehr komplizierte Hybridschaft-Konstruktion mit Aluminiumschaft innen und Carbonschaft drüber. Auch nur deswegen, damit sie einfach perfekt fliegen. Das ist die Außenballistik ist uns sehr, sehr wichtig. Das heißt dann auch, dass die Alu-Pfeile bei euch langfristig nicht mehr im Sortiment bleiben werden? Ja, also wir haben sehr, sehr viele Kunden, die Alu-Pfeile noch schätzen. Also produzieren werden wir sie auf jeden Fall. Aber ich denke mal, über die Zeit wird sich die Qualität der Carbon-Pfeile durchsetzen. Und dann werden unsere Kunden auch immer weniger die Alu-Pfeile nachfragen. Und ich denke, irgendwann werden sie dann aus dem Portfolio verschwinden. Ja. Weil auch die Carbon-Pfeile einfach eine viel längere Lebensdauer haben und der Preis pro Schuss, auch wenn die Investitionskosten höher sind, ist dann am Schluss geringer. Ja, das glaube ich auch. Was habt ihr euch bei den Kriegspfeilen gedacht? Die sind ja wirklich sehr böse. Naja, es ist so, wir haben sozusagen 2 verschiedene Arten von Jagdpfeilen jetzt im Sortiment. Die klassischen Jagdpfeile, die wir produzieren, mit dieser sehr, sehr scharfen Spitze. Man kann diese Klinge aus Edelstahl wirklich rasiermeisterscharf ausschleifen, aber sie ist natürlich entsprechend empfindlich. Und wenn ich diesen Pfeil jetzt im jagdlichen Einsatz benutze, ist es sehr wahrscheinlich, dass er kaputt ist. Ja? Ja. Egal, ob ich jetzt das Wild treffe, einen Wirkungstreffer mache oder ob ich daneben schieße. Ich treffe einen Baum, dann ist er kaputt. Ich treffe einen Stein, er ist kaputt. Ich treffe Knochen und er ist kaputt. Das heißt, diese Pfeile sind sehr wirkungsvoll, aber eben auch entsprechend empfindlich.
Und wir hatten halt immer wieder die Anfrage nach einem viel robusteren Pfeil. Ja. Und das ist einer der Hauptgründe, warum es jetzt diese robusten Pfeile gibt. Mhm. Auch sehr, sehr wirkungsvoll. Vielleicht nicht ganz so scharf jetzt wie unsere Jagdpfeile. Also für diejenigen, die einen wiederverwendbaren, robusten Jagdpfeil suchen, sind die Warbolts ideal. Mhm. Und für denjenigen, der sagt, nein, ich brauche jetzt einfach das perfekteste Ergebnis, absolute Schnittwirkung, ist der rote Pfeil die beste Wahl, weil viel schärfer ausschlägt. Ja. Ja gut, das sind natürlich Themen, die sind für uns als Deutsche jetzt nicht ganz so relevant. Ich denke ziemlich relevant. Aber es ist natürlich eine Option. Es ist auch sehr nett. Also ich weiß nicht, ja. Mir geht es persönlich darum, ich mag diese Gegenstände und mir macht es einfach Freude, sie anzufingern und damit Spaß zu haben. Und einfach vom Habenwollen heraus verstehe ich sehr gut, warum sich viele Kunden die Dinger kaufen. Ja. Jagdlich darf man sie natürlich in Europa nicht verwenden. Armbrustjagd ist, denke ich, in keinem Land erlaubt. Bogenjagd ist was anderes. Da gibt es Länder wie Frankreich. Aber Armbrustjagd, was ich weiß, ist bei uns in Europa. Ja. Cool. Also, ja, ich konnte die Pfeile ja schon testen. Also ich bin wirklich der Meinung, die sind, also die Carbon-Pfeile sind im Grunde wie die Alu-Pfeile, aber einfach viel langlebiger. Und ansonsten ändert sich nicht viel. Auch das Gewicht ist ja gleich. Die Präzision steigt halt langfristig dadurch, dass die Pfeile sich ja niemals verbiegen. Genau. Also ich würde sagen, so aus der Packung herausgenommen ist ein Aluminium-Pfeil, den wir aktuell haben. Und dieser leichte Carbon-Pfeil, absolut vergleichbar, ja. von Treffpunktlage, von Präzision und so weiter. Aber natürlich der Aluminium-Pfeil, der verbiegt sich mit der Zeit, das lässt sich auch kaum verhindern. Und sobald der Pfeilschaft leicht verbogen ist, wird der Streuengeist auf und die Präzision nimmt ab. Das ist jetzt bei einer dynamischen Waffe wie das Stinger vielleicht nicht ganz so dramatisch wie jetzt irgendwie bei einem Präzisionsgerät. Aber auch hier, man möchte natürlich nicht, dass das Material der limitierende Faktor ist. Soll das der Schütze sein, der die Fehler macht? Also alles in allem kann man eigentlich sagen, Steamboat geht auf jeden Fall einen sehr nachhaltigen Weg, jetzt gerade insbesondere in diesem Jahr, kommt es mir zumindest so vor. Ja, also das Thema Nachhaltigkeit im Sinne von Umweltschutz und auch sozusagen soziale Verantwortung war mir persönlich immer schon sehr wichtig und das versuchen wir, unsere Produkte dadurch einfließen zu lassen, dass sie möglichst langlebig sind, dass ich nicht alle 2 Jahre irgendwie meine Armbrust gegen das Nachfolgermodell austauschen muss. Wir versuchen, unsere Innovationen in Produkte einzubringen, die dann der Kunde nachrüsten können, sodass du sozusagen dabei bleibst, ohne jetzt alles wegschmeißen zu müssen. Ja, das ist echt genial. Ich hätte noch eine Frage zu den Vollcarbon-Pfeilen. Ja. Und zwar, was werden die denn auf unterm Strich jetzt kosten dann? Werden die ungefähr in dem Bereich von den Alu-Pfeilen bleiben? Oder? Nein, die werden auf jeden Fall teurer sein. Die sind sehr viel aufwendiger von den Materialien. Die sind auch aufwendiger von der Konstruktion. Wir haben ja jetzt noch diesen eloxierten Aluminiumring drinnen. Finale Preise kann ich dir noch nicht sagen, aber es sind auf jeden Fall eine andere Preisliga als Aluminiumpfeile. Aluminiumpfeile ist also die Massenware. Das ist klar. Okay. Aber ich sage mal, über die Lebensdauer gerechnet sind diese Pfeile auf jeden Fall deutlich günstiger als Aluminiumpfeile. Ja. Insbesondere bei hohen Zuggewichten gibt es eh keinen aus. Ja. Ab, ich würde sagen, 80 Pfund, 90 Pfund kann ein Aluminiumschaft auf Dauer nicht halten. Ja, okay. Ja, und bei diesen hohen Gewichten, also 16 Gramm für den, da können wir schon erahnen, in welche Richtung es geht. Also sie werden wahrscheinlich mit dem Zuggewicht dürfen, oder? So ist es. Ich habe hier... Wir haben das schon in den USA auf der Shot Show präsentiert. Wir werden 2 stärkere Zuggewichte rausbringen. Einmal einen 120 Pfund Bogen, der auch noch sehr, sehr gut in der Tactical funktioniert, wo jemand, der trainiert ist, im Sinne von öfter schon mit das Ding geschossen hat, auch sehr schnell, ungefähr gleich schnell wird mit dem 90 Pfund Bogen. Und da habe ich nochmal deutlich mehr Energie. Und dann haben wir noch einen 150 Pfund Bogen, den wir allerdings persönlich vor allem jagdlich auf unser Einzelschuss-Armbrust Survival sehen. Hier sind jetzt eine blaue Sehne drauf. Hat das irgendwas zu bedeuten? Ja, wir werden 2 verschiedene Sehnen haben. Unsere Standard-Sehne in Orange ist für, sag ich mal, die Zuggewichte so bis 75 Pfund werden wir die nutzen und für die stärkeren 3 Wurfarme 90, 120, 150 nehmen wir eine dickere Sehne mit mehr Fasern. Ja. Unsere Sehnen werden aus Dyneema gemacht, eigentlich immer schon. Wir haben auch die Sehnen deutlich verbessert über die Jahre. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, dass unsere Sehnen jetzt länger halten.
Und auch die Mittelwicklung ist hier aus stärkerem Material. Wir kaufen die Materialien von DCY, ein absoluter Weltmarktführer im Bereich Kunststofffasern, im Bogensportbereich. Also das sind absolute Top-Sehnen. Ich hoffe, dass wir den Ruf des Sehnenfressers bald los sind. Ja, also jetzt hatten ja schon ein paar von euch gefragt, warum ich denn gar nicht mehr so viel selbstgespleiste Dynema-Sehnen teste. Tatsächlich liegt es daran, weil ich mich nochmal überzeugen wollte, sind die Steamboat-Sehnen wirklich so schlecht und sind sie immer noch so? Und tatsächlich, ich habe jetzt auf meiner Tactical schon um die 500 Schuss gemacht und ich habe nicht gepflegt und die Sehne sieht noch ziemlich top aus. Also ihr habt da deutlich nachgebessert. Ja. Optisch ist es mir nie aufgefallen, aber wenn man es wirklich mal benutzt, dann sieht man es und merkt man es. Also sehr langlebig. Da bin ich echt mal gespannt, wie lange die dann hält, wenn die jetzt schon so lange hält. Und man muss ja auch dazu sagen, wenn jetzt eine Sehne kaputt ist, unter Anführungszeichen kaputt, es handelt sich hier nur um die Mittelwicklung. Und eine Mittelwicklung ist in wenigen Minuten ersetzt und erneuert. Ja. Und für das auf den Sicherheitsgewinn einer Sehne zu verzichten, weil das Hauptproblem, was ich bei diesen Seilen sehe, ist, dass wenn es versagt, ist es ein schlagartiger Sehnenbruch. Hingegen hier reißen einzelne Fasern. Ja. Ja, das stimmt, klar. Es gibt einen sehr guten Grund, warum in der gesamten Bogenbranche die Sehnen aus Dyneema so gebaut werden und nicht als Seil, wie sie im Kanusport oder im Bergsport oder sonst wie verwendet werden. Ja. Hallo? Ja, das ist der Name des Materials von DCY, das wir für die Mittelwicklung verwenden. Ah, cool. Mhm. Und Halo ist 100% dein Name. Ah, okay. Du hast jetzt eben gesagt 75 Pfund. Ja. Den gibt es auch gar nicht. Den gibt es noch gar nicht. Ich tue dir ein bisschen was spoilern. Wir haben sehr, sehr viele Anfragen von Leuten, die wollen mehr Power als der 55er. Sagen, aber der 90er ist mir doch etwas zu heftig, auch schon zu empfindlich. Und ich denke, mit 75 liefern wir genauso diesen Mittelwert, mehr Leistung als der 55er, aber noch nicht dieser absolut unverzeihende Profibogen der 90er, wo ich einfach keinen Doppelschuss machen darf, wo ich wirklich aufpassen muss, was ich tue. Ja, also ist es im Grunde eine V2 vom Stinger 1 Pro. Also so um die 80 Pfund. Ja, der Stinger 1 Pro Bogen ist im Prinzip der Originalbogen der Redback, den wir auch vom Hersteller gekauft haben. Ja. Der hat genau 80 Pfund und hat auch eine sehr niedrige Standhöhe, das ist wieder ein ausgezeichneter Bogen. Mit dem 75er werden wir leistungsmäßig etwas unter dem. Okay. Das heißt, man kann auch wirklich wieder die günstigen Pfeile schießen. Ja. Hat deutlich mehr als 55. Richtig, und hat deutlich mehr Leistung als der Standard. Ja. Das finde ich echt eine tolle Sache, weil dieser Sprung ist halt echt ziemlich groß. Ne? Ja, das war halt auch das Feedback, genau. Ja. Ja. Also super. Tolle Sache. Irgendwie habe ich das Gefühl, das war es noch nicht ganz. Nein, das war es nicht. Wir haben jetzt auch ein Multitool, das wir herausbringen. Es ist optimiert für den Bogensport. Das heißt, ich habe nicht nur die Features, die jetzt ein Multitool normalerweise hat, kommen von einem Nagelheber, Kapselheber, sondern es gibt eben auch Funktionen aus dem Bogensport, wie hier für Jagdspitzen entsprechender Schlüssel, für Nocken entsprechender Schlüssel. Also dieses Tool, sagen wir, kostet ungefähr 25 Euro, wird von uns dann sehr bald verfügbar sein. Ja. Natürlich ist es auch hart und spitz und schwer, also ich denke, es wird jedem da irgendwas dafür einfallen. Irgendwas kann man damit sicherlich machen. Also ich finde es cool. Ich persönlich würde es halt für die Stinger, bräuchte ich es jetzt nicht, weil im Rotate lässt du bei der Stinger ja nicht rein. Aber für meine Erneuern, für meine Bodengeschichten, ja, für den Fenris, dafür ist es natürlich genial. Das ist cool. Auch wenn man schnell eine Sechskantmutter festhalten möchte, ja. Imbusschlüssel hat man oft dabei, aber dann der Gabelschlüssel fehlt. Und hier hat man die Möglichkeit, das zack halten, schrauben. Dann doch vielleicht, doch für die Stinger, nämlich für die Survival, vorne die Mutter. Dafür das ist doch gut. Ja. Cool. Gefällt mir sehr gut. Apropos Survival, da möchte ich mich auch erst einmal. Wir haben die Survival auch in den USA in der Konfiguration präsentiert, wie wir sie eigentlich am geilsten jetzt finden. Ohne Spannsystem, also ohne den seitlichen Spannstangen. Dafür mit der Funktionalität, dass ich sie mit einem Handgriff zerlegen kann, auch hier vorne Rändelschraube lösen. Bogen herausnehmen und ich habe damit ein Paket, ein zerlegbares. Ja. Also so stellen wir uns die Survival sozusagen vor.
Und so haben wir es halt jetzt hier im nächsten Stand. Ja. Das war ja auch eigentlich im Grunde genau das, was ich in meinem Survival-Video gemacht habe. Ich habe es ja erstmal genauso umgebaut. Also mit den Spannstangen, da hatte ich euch ja gezeigt, dass es auch ohne geht. Habe dann aber doch mit Spannstangen genutzt. Das ist schon natürlich eine super Sache. Was ist das für ein Scope? Das hat ein ordentliches Gewicht. Ja, das ist ein Armbrustzielfernrohr. Wie es zum Beispiel die. Sich Pain-Point auch zum Beispiel verbaut. Ja. Aber es ist nicht unser Produkt. Soll einfach nur zeigen, dass das sozusagen hier auf der Jagd an Brust, finde ich, macht dann ein Zielfernrohr wirklich Sinn. Ja. Bei der Tactic, muss ich sagen, bin ich nicht überzeugt. Nee. Sehe ich genauso. Da ist man einfach viel zu weit oben. Da kommt man ja nicht mal mit einer Schulter. Genau, da hat man keinen Wangenschluss mehr, da passt die gesamte Ergonomie nicht. Mhm. Und auch vom Einsatzgebiet, auf einer schnell schießenden Waffe, möchte ich keinen Scope haben, weil das kostet einfach Zeit. Ja, klar. Da will ich etwas haben, was schnelle Zielerfassung bietet. Vielleicht sogar instinktiv schießen, so wie du das machst. Einfach zielen, schießen, ohne viel nachzudenken. Das ist erstaunlich, welche Präzision man bekommt. Einfach weil das Ding so optimiert ist auf Ergonomie. Ja. Sieht schon super aus. Also, ja, die Handauflage. Gut, die Handauflage ist exklusiv. Unser in Italien gefertigtes Messer. Du kennst es ja auch, du hast ja, glaube ich, schon zwei. Ja, ich hab zwei, aber jetzt, wo ich dann das Survival sehe, brauche ich doch eigentlich ein drittes. Nee, ich denke mal, ich werde meins von der Compact auch auf die Survival setzen, weil es macht wirklich Sinn. Ja, also, das ist die Handauflage natürlich. Ja, gerade bei der Compact benutze ich eigentlich keine Handauflage, da mache ich ja... In vier Sekunden, was ich gesehen habe. bisschen schneller noch sogar. Ja, aber ja, hier macht es auf jeden Fall mehr Sinn, glaube ich. Und also das mit dem Orange gefällt mir schon sehr gut. Ich glaube, ich werde mal wieder umstauben, wenn ich wieder zu Hause bin. Ja, so viel zu Survival. Aber ich habe da so irgendwie ein Gefühl, dass da noch was kommt für die Tactical und Compact. Ja, wir haben uns ja auch bei unserem letzten Frage- und Antwort-Video, nein, beim ersten, das erste Fenster gelehnt und etwas angekündigt. Genau, das meine ich. Und wir haben es. Ein Wechselmagazin für eine Stinger. Das hier, Malte, ist ein reiner Funktionsprototyp. Mhm. Wie immer bei uns, unsere Produkte werden sexy und heiß sein, wenn sie fertig sind. Davon bin ich überzeugt. Was man aber hier sehr gut sieht und was wir eben auch patentieren haben lassen, ist die Art, wie das Magazin funktioniert, wie es verriegelt und generell das Konzept. Das ist der Magazinkasten. Aha. Und die Pfeile gehen hier doppelreihig rein. Ja, richtig. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Es ist doppelreihig. Kann ich das einfach gerade mal befüllen? Ja. Einfach hier oben reindrücken und dann zieht sich das selber schon in die richtige Richtung. Ganz genau. Da muss man jetzt nachdenken. Ja. Und das Magazin ist auch so konstruiert, dass wenn ich das Magazin abnehme, dass die Pfeile im Magazin drin sind. Mhm. Das heißt, ich kann es jetzt auch... Genau. Sozusagen... Ja. Jetzt sitzt der Pfeil unten auf der Schiene. Wenn ich das Magazin abnehme, die Pfeile bleiben im Magazin. Der eine sozusagen, der ist jetzt noch auf der Schiene. Mhm. Den hole ich heraus und kann das Magazin eigentlich wieder einstecken. Passt natürlich auch im Magazin. Dann machen wir wirklich unsere Arschaufgaben. Ja. Da kannst du noch richtig einstellen. Ja. Und egal ob jetzt Rechtshänder bist oder Linkshänder, du glaubst, du oben drauf, nimmst es heraus. Mhm. Ja, das geht sehr gut von beiden Seiten. Wir haben uns jetzt final für 10 Schuss entschieden. Weil uns einfach die Ergonomie weit wichtiger ist als Magazinkapazität. Ja. Ich meine, unsere persönliche Meinung ist, dass wir ja schon 6 Schuss Overkill sind. Aber gut, bigger is better, so ist es halt. Ja. Hier ist das erste Mal, denke ich, dass man eine Repetierangriff schneller nachladen kann, als wenn sie leer schießen kann. Mhm, das stimmt. Und ich finde es richtig gut. Speedloader gibt es keine mehr für dieses System quasi, ne? Nein, hier ist das Magazin, das ist eine Magazintasche, ich kann 3-4 Magazine tragen. Hab dann, je nachdem wie viele Teile ich haben will, bei mir. Mhm. Ich denke, im Wesentlichen ist das dann für den Sport. Ja. Gerade wenn man auf mehrere Scheiben geht, ist das dann natürlich genial. Wie lange muss ich noch warten?
Naja, wir sind jetzt so weit, dass wir sagen, es funktioniert absolut tadellos. Mhm. Jetzt geht es darum, das Ding schön zu machen und in die Produktion zu bringen. Also wir sind sehr zuversichtlich, dass wir vielleicht gegen Ende des Jahres, Herbst, das Produkt dann auch wirklich am Markt haben. Ja. Und auch hier gilt, absolut abwärtskompatibel. Mhm. Jeder, der das Ding jetzt bei heute, morgen kauft, kann dann auch dieses Magazin in Zukunft benutzen. Wie immer gilt, wir schauen, dass wir alles irgendwie kompatibel halten. Ja. Und auch, dass wir doch jeder frei sind. Die Nachhaltigkeit wieder mal. Und die nachhaltige Freude an unseren Produkten. Ja. Dass ich nicht nach ein paar Monaten das Gefühl habe, ah, ich habe das alte und dann Freude das coole. Sind das auch andere Spannstangen? Das sind die Spannstangen des Special Edition. Schwarz. Ja. Mit unserem Prototyp nehmen wir immer alle Teile zusammen, die von irgendwo finden. Okay. Das ist auch noch die Pre-Production Model von unserem Klappschaft Adapter. Achso. Das sieht man so ein bisschen die weiße Schmieren, so die Glasfaser. Ja. Ja, hier, kann man sehen, da ist wirklich Glasfaser mit drin, hier sieht man es wirklich gut. Weiße Schlieren, ja. Ja, nur sowas würden wir halt dann dem Kunden nicht liefern. Ja, also unsere. Also ich finde, das hat aber auch irgendwie was. Es ist so ein bisschen wie dieses Forged Carbon, ne? Ja, das schon, aber wenn es dann wirklich sozusagen die Boden. Ja, okay, da ist alles gekommen, schwarz. Ja. Das ist eine Wissenschaft für sich. Ja, ich merke schon. Und, was entdecke ich denn hier? Eine Sicherung. Eine Sicherung einer Tactical. Oder ja, wir haben uns den Druck gebeugt. Ich bin nach wie vor der absoluten Meinung, ich bin auch ein absoluter Glock-Fan, dass die Sicherung zwischen den Ohren ist und dass der Finger lang zu bleiben hat. Und dass man prinzipiell sowieso die Armbrust auf nichts richtet, was man nicht zerstören möchte. Aber der Wunsch ist einfach da und wir hören auf unsere Kunden. Und auch wenn es sozusagen nicht irgendwie ganz in unsere Philosophie passt, ich denke, das ist eine Ergänzung für diejenigen, die sich wohler fühlen. Mhm. Sie ist nicht automatisch, sie wird niemanden nerven. Aber diejenigen, die sagen, nee, ich baue eine Sicherung einfach, wenn ich das Ding ablege und so, ich will es nicht entspannen, jetzt hast du die Möglichkeit, es absolut zu sichern. Ja. Und es funktioniert auch so, dass es jetzt nicht eine Sicherung ist, die einfach den Abzug blockiert, wie das bei anderen Modellen ist, sondern es ist eine tatsächliche physische Sicherung, die verhindert, dass ein Schuss abgegeben werden kann. Das ist dann wirklich wie bei der Survival im Grunde, so eine Sperre, die davor kommt. Sperre, die verhindert, dass die Sehne raus kann. Wir sind sehr überzeugt von dem Abzug dieser Bauart. Ja. Das ist die Stufe, an der die Sehne liegt und dann hochgehoben wird, weil es ein unfassbar robustes, absolut nicht fehleranfälliges System ist. Absolut. Und auch hier mit der Sicherung, das ist so sicher, kannst du nicht mal eine Sicherung auf einem Schloss bauen. Ja, klar, ein Schloss kann jederzeit brechen, theoretisch. Das glaube ich nicht. Nee, und selbst wenn über die vielen, vielen tausenden Schuss, was wir noch nie erlebt hätten, jetzt die Kante ein bisschen abgeschliffen ist und man merkt, es ist nicht mehr so sage ich mal, sicher da unten drinnen, ja, da brauche ich im Prinzip ja nur die Kante nachsetzen unten und ich bin wieder auf demselben Geometrie, die ich hier habe. Ja. Und im Prinzip kann ich das ewig. Ja, das ist ein System, das nicht nur robust und unkaputtbar ist, sondern auch verschleißt. Und ja, absolut bombensicher. Das ist schon ziemlich cool. Ende des Jahres, sagst du? Das ist jetzt unser Ziel. Oder vielleicht jetzt schon Ende des Sommers. Okay. Was wir nicht machen wollen, ist jetzt irgendwie was versprechen, was dann lang nicht kommt. Also wir haben es funktioniert. Wir haben das, sag ich mal, die Produktentwicklung auf der Ebene abgeschlossen und jetzt kommt das Design. Und ja. Ich find's klasse, von der Theorie her. Ich habe es halt noch nicht testen können. Ich würde es gern testen. Und dann bin ich aufs Design gespannt. Aber von der Theorie her ist das natürlich der Hammer. Es ist ein Wechselsystem, es kann nichts rausfallen. Man lädt innerhalb von einer Sekunde nach und nicht mehr. Also wenn ich mit dem Speedloader nachlade, brauche ich 5. Jetzt bräuchte ich eine Sekunde. Genau, und nachdem du gleich 10 auf einmal nachlädst und nicht 5, brauchst du ja eigentlich für den Speedloader 10 Sekunden. Das ist nur noch ein Zehntel der Zeit, die du brauchst. Ja. Das ist Wahnsinn. Wie viele Magazine wird man dazu bekommen, wenn man sich für das neue Magazin entscheidet? Alter, das ist noch viel zu früh. Okay. Wir sind an dem Punkt noch nicht. Es ist sehr fest, sehr klar, dass sie die Magazine aus Kunststoff machen. Selbe Material, das wir hier machen. Ja. Die Magazine werden, so wie das bei Feuerwaffen ist, ich sage mal eher so ein Massenartikel sein, wo ich auch mehrere besitze. Ja. Ich werde auch darauf achten, dass die Magazinpreise, sage ich mal, attraktiv sind, dass man auch gerne sich mit mehreren ausstattet. Das ist sehr aber gut. Die gesamte Ausstattung und so, da hat das sind einfach schon cool. Ja.
Ich freue mich drauf. Und ja, ganz kaum noch abwarten. Du bereit, also das ist sehr gut. Ja, und das ist übrigens das Sandkalakett. Das hatte ich in echt noch nie gesehen. Ich habe ja sonst Olive, also Oliv, Orange, Rot und auch das Weiße. Aber das Sand, ich glaube, das wird mein neuer Favorit. Das ist auch der Favorit unserer Kunden, mit Abstand das beliebteste Kalakett. Ja, ist das verkaufszahlentechnisch sehbar. Ja. Und was kommt danach? Oliv. Ja. Und wo ist Rot? Ganz hinten, oder? Ich glaube, knapp vor Blau. Okay. Ja, gut. Ja, die Farben Weiß, Blau und Rot, wie die amerikanische Flagge, sind in den USA vor allem das Thema. Die Farben, die Amerikaner sehr lieben. Hier in Europa würde ich sagen, die wichtigsten Farben Sand, Oliv. Das Weiß durchaus auch, weil es einfach ein sehr cooles Ergebnis macht. Und dann Orange. Ja, das Orange hat mich total überrascht. Da dachte ich, ich werde es niemals drauf machen. Vielleicht für mein Halloween-Video. Aber ich finde es einfach schön. Ein bisschen 90er Jahre Neon-Look. Ja, es sieht einfach, gefällt mir richtig gut, einfach auch, weil es mit dem Logo so gut matcht. Ne? Ja. Ist halt auch Orange. Wir haben ein leichtes Orange-Fabel. Verständlich. Ja, sehr schön. Dann, ich glaube, das war's, oder? Ja, jetzt sind wir durch. Das Beste zum Schluss. Das Beste zum Schluss, auf jeden Fall. Da hast du nicht zu viel versprochen. Ich danke dir vielmals für das Interview. Danke, und Max, für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, wir werden sehr bald das hier testen können auf dem Kanal. Mal schauen. Das darf der Gerald entscheiden. Vielen Dank und einen schönen Tag wünsche ich. Wiedersehen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und schalt auch nächstes Mal ein. Hier bei Mac.